Alle, die in letzter Zeit einen RS4 getestet haben, sagen, oh, der ist zu weich, der ist nicht sportlich genug. Und die haben alle Unrecht. Die sind alle nicht richtig. Das Auto ist gut so, wie es ist. Warum? Erkläre ich euch jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer RS-Serie. Das heißt, ihr seht den RS2 im Hintergrund. Ich hoffe, ihr habt das Video schon gesehen. Und wir sind immer noch in der Schweiz und wir sind immer noch voller Energie, dank Holy Energy, mit der wir unterwegs sind. Also an der Stelle nochmal die Einladung. Sichert euch 5 Euro Rabatt mit CarRanger 5, dem Promocode, und Holy Energy, um damit unterwegs zu sein. Warum wir das benutzen, erkläre ich euch auch nochmal im Innenraum. Aber wie gesagt, wir sind noch in der Schweiz und voller Energie mit dem RS4. Und Tims Energie seht ihr im Intro. Das hier ist also ein RS4, der aktuelle. Und ja, sein Urgroßvater steht direkt daneben. Der RS2 hat angefangen zu sagen, hey, du kannst Kombi und Sportwagen in einem Auto verbinden. Und wie das funktioniert, klären wir heute erst beim Design, beim Innenraum, der Technik, Fahrenrunde. Und am Ende gibt es einen Score. Ja, seit 2017, bis wir 2017 wurde vorgestellt, ab 2018 ausgeliefert, gibt es den RS4 schon. Und da könnte man sagen, ja, der gehört doch irgendwie zum alten Eisen. Und die haben den Schuss nicht gehört. Inzwischen muss man doch über 500 PS bei diesem Mittelklasse-Sportwagen fahren. Und ich sage euch, das ist genau richtig, was man hier gemacht hat, dass man eben nicht völlig übertrieben hat. Und das dröseln wir nach und nach so ein bisschen auf. Erstmal steht er halt hier in Nardo-Grau und vor allem mit diesen Quattro-Plistern. Also ja, 30 mm je Rathaus ist er breiter. Er steht unglaublich stämmig da. Hat in dem Fall auch noch schwarze Audi-Logos. Also wir haben diesen Hochglanz-Schwarz mit Nardo-Grau. Unterschied. Und beim RS4 gibt es halt auch noch diese Matrix-LED mit den dunkleren Inlays. Und das finde ich an sich ganz cool, dass wir auch daneben halt ja, diese Öffnungen, wobei ich noch nicht ganz sicher bin. Ich glaube, die vorne haben halbwegs eine Funktion. Tim bestreitet es, hinten haben sie garantiert keine, da sind wir uns einig. Aber wie findest du das Design, Tim? Ich finde es wirklich schön, wirklich stimmig und ich finde auch dieses Grau-Schwarz-Thema echt cool. Mhm. Und ich finde es sportlich, aber noch nicht zu übertrieben. Also wir haben jetzt hier keine Flaps, die einfach nur Rennstrecke schreiben, sondern sagt einfach nur, ich bin ein S4 mit sehr viel, oder ich bin ein A4, der sehr viel im Fitnessstudio war. Dass wir Audi Sport haben, sieht man zum Beispiel auch hier ganz gut. Einerseits finde ich es ganz charmant auf den Felgen, aber nicht so auffällig, sondern in Grau abgesetzt nochmal Audi Sport mit stehen zu haben. Und wir haben hier diese roten Bremssättel. Und wenn da noch mal so einen Blick auf den RS2 werfen. Zum Beispiel sehen wir auch da rote Bremssättel mit dabei. Also man besinnt sich so ein bisschen auf die Fahrzeuge zurück, die man vorher hatte. Und ich muss sagen, wenn ich die Rathäuser sehe, denke ich an die Vorgängermodelle. Das fängt schon beim B5 mit an. Dann habe ich diesen roten Bremssattel und das Ganze setzt sich sofort und man erkennt ihn irgendwo wieder. Und spätestens, wenn wir dann beim Motor sind mit einem V6 Biturbo, da denkt man halt wieder zurück an den B5, also den Anfang vom RS4. Und das ist ein sehr schönes Thema, das sich schließt. Wir haben hier dankbarerweise von Audi einen Pressetestwagen und ich finde es gut, dass er mal nicht so übertrieben ausgestattet ist. Ich finde es dann zum Beispiel ganz interessant. Wir haben hier einen RS4 und diese Dachreling ist einfach nur matt schwarz, aber das passt aus meiner Sicht wirklich ganz gut mit zusammen und ist ein stimmiges Bild. Und diese Rathäuser, ach, man muss sie doch einfach lieben, dass sie da sind. Hinten haben wir, wie gesagt, auch dieses schwarze Element direkt neben den Rückleuchten, einfach damit diese ausgestellten Rathäuser mit aufgenommen werden. Und darunter, wie es sich für ein RS-Modell gehört, die ovalen Endrohre, eins links, eins rechts, die sind Hochglanz. Bedeutet, wir haben hier die normale Abgasanlage, es gibt auch welche, die sind schwarz. Schwarz wäre dann die RS Sportabgasanlage. In dem Fall hat man sich zwar für schwarze Logos, aber nicht für die schwarze Abgasanlage entschieden. Finde ich aber eigentlich auch ganz okay so. Und dann ist es ein echt großes Auto, 4,78 Meter lang. Das sind fast 30 cm mehr als der RS2. Und was dann auch auffällt,
Früher hat man halt den Aufwand betrieben, das Auto wurde bei Porsche herbestellt, man hat ein anderes Heck als bei den normalen. Und hier haben wir halt sowas wie den Diffusor, die Abgasanlage, aber an sich ist es ein normaler A4, der halt ein bisschen mehr trainiert hat. Dass wir ein deutlich größeres Auto haben, lohnt sich halt auch hier hinten beim Kofferraum. Das heißt, das sind schon über 500 Liter, ohne umgelegt zu haben. Und dann kann man ja links und rechts einfach theoretisch ziehen. Also ihr seht, das löst sich hier. Und dann habe ich über 1500 Liter. Wieder der skeptische Blick wie in der Kopfstütze, war. Geht natürlich auch auf der anderen Seite. Da fällt er jetzt einfach durch. So, zack, über 1500 Liter. CarRanger Cappy passt auch rein. Ihr könnt gerne herausfinden, wie viele, indem ihr einfach alle bestellt, die wir im Shop noch haben, dann finden wir das auch raus. Wirklich gut finde ich das Rollo hier. Warum? Wenn ich einen Dreier habe, zum Beispiel, ist schon Zufall, ich habe einen, bedeutet das, hätte ich jetzt ein Problem. Denn jetzt würde ich in den Innenspiegel bei mir schauen und würde einfach nichts mehr sehen. Wir sehen es jetzt nicht aufgrund der Verglasung, aber genau jetzt ist es wieder nach unten gefahren. Und in dem Moment, wo ich wieder öffne, seht ihr, fährt das Ganze elektrisch hoch und runter. Und das ist ein wirklich praktisches Detail für ein Kombi. Und in der Mittelklasse alles andere als selbstverständlich. Und auch wirklich schön ist hier hinten dieser Ladekantenschutz. Das heißt, das Ganze fällt so leicht nach unten. Aber auch auf der anderen Seite ist das Metall. Und das finde ich hochwertig und schick. Hochwertig und schick. So habe ich damals schon in den allerersten Videos den Innenraum vom A4 B9 bezeichnet. Und von daher freue ich mich tatsächlich drauf, euch schöne Dinge im Innenraum zu präsentieren. Aber auch Dinge, die ich nicht so gut finde. Wenn ihr euch zurückerinnert an das RS2-Video, habe ich gesagt, das ist ein bisschen schmucklos hier. Und da sieht man halt, wie sich die Zeit genau verändert hat. Das heißt, ich habe eine RS4-Einstiegsleiste beleuchtet. Und wenn ich von hier schaue, sehe ich ja, selbst diese Elemente am Sitz haben zum Teil so ein bisschen diese silberne Optik. Wir haben diese Wabensteppung am Sitz. Ich habe auch extra Pedale, die mich von einem normalen A4 abheben. Und das sind so diese Kleinigkeiten, an denen man heute halt ja dieses Attention to Detail sieht, wo man früher gesagt hat, ist doch egal, Hauptsache es fährt. Genauso auch, dass ich jetzt hier meinen Holy Shaker einfach im Auto irgendwo mit drin habe. Das heißt zum Beispiel, das Getränkthema ist ja ganz anders gelöst. Ich habe hier eine ordentliche Getränke, ich kann aber auch in der Tür was unterbringen. Das sind so praktische Sachen. Und jetzt noch zwei Sätze zum Thema Holy. Warum empfehlen wir euch das und sagen, hey, bestellt euch mal ein Probierpaket und seid mal mit dabei. Mit CarRanger 5 auch diese 5 Euro Gutschrift und ihr habt auch den Link mit dabei. Weil wir halt einfach viel unterwegs sind und wir wahrscheinlich schon so viel Energy Drinks getrunken haben, dass wir sagen, wir sind so voll mit irgendwelchen Bullshit, den wir nicht mehr haben wollen und haben immer so viel Zeug dabei, was auch nicht gut für die Umwelt ist, dass wir mal was anderes ausprobieren wollten. Und wie ihr merkt, bin ich voller Energie und das tut gut. Und deswegen empfehle ich es euch und selbst Tim ist jetzt vor Freude mit dabei. Apropos vor Freude. Als ich ja so 2017 rum immer mal in einem A4 gesessen habe, muss ich sagen, das war was Haptik und Optik, das war die damalige Formulierung, die ich hatte, angeht echt top. Das heißt, dieses Alcantara hier in den Türen, und das fühlt sich noch besser an, als es aussieht. Lederqualität, auch diese Interieurleisten, das ist echt ganz, ganz oben mit dabei. Und da geht auch aus meiner Sicht wirklich wenig drüber. Und das macht mich auch happy. Ich finde es auch gut, dass ich jetzt nicht Carbon habe, sondern dieses helle Element, das bringt so ein bisschen Freude mit rein. Und das sind schöne Dinge. Und vor allem hier merkt man halt auch, man kann mal ein sportliches Mittelklasse-Modell zusammenstellen, ohne alles mit Alcantara und roten Nähten und Co. Natürlich gäbe es auch ein unten abgeflachtes Lenkrad in komplett Alcantara mit roten Nähten, wer das unbedingt braucht. Aber aus meiner Sicht geht das so völlig in Ordnung. Raumangebot ist gut. Ich kann diese Sportsitze, das sind die Sportsitze Plus, auch deutlich enger werden lassen. Dann bieten sie einen guten Seitenhalt. Haben hier an der Seite dieses schöne graue Element, was sie quasi zu einem Stück zusammenführt, wie so eine Art Kopfhörer geht es hier hoch. Aber nein, ist es nicht. Wir haben auch kein optionales Soundsystem hier. Und das ist schön. Und mit die wertigsten Dinge sind, ich habe einen klassischen Lichtschalter, der sehr wertig ist, und eine Klimaanlage. Jetzt denkt man, okay, was machen denn diese Rädchen hier? In dem Moment, wenn das Auto so ein kleines bisschen ja mit Strom bekommen hat, seht ihr, hier wird mir die Temperatur angezeigt. Und dieses Klicken, also das hört man sogar, das ist halt wirklich gut. Bedienung also völlig klar, ist auch gut. Das ist per Touch schon. Also ich kriege vorher schon angezeigt, was ich denn für Optionen habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nein, ich möchte das gesynkt haben, das ist Wertigkeit und fühlt sich gut an. Und da sind wir beim Thema Bedienung und mein Problemchen mit dem Auto. Wir haben ja das Facelift-Modell, das heißt,
Ich kriege oben eine wunderschöne Kartendarstellung, habe eine wirklich gute Auflösung. Das sind 10,1 Zoll, die ich habe. Und das ist die aktuelle Oberfläche von Audi. Nur da hat sich das Auto selbst überholt. Denn dafür war der A4 nie gedacht. Der A4 hatte ursprünglich einen Drehrückschalter und das alte MMI. Und das hat gut funktioniert. Und jetzt habe ich halt dieses Display, das ein Tick zu weit von mir weg ist. Und während der Fahrt mit einem recht harten Fahrwerk sehr schwer zu bedienen. Und das funktioniert okay von der Bedienung, aber ich vermisse so ein bisschen den Drehrückschalter, um halt nicht Touch haben zu müssen. Dafür, wie gesagt, Auflösung sehr gut, Apple CarPlay funktioniert wireless, hat dann auch eine sehr gute Auflösung, finde ich in Ordnung. Hier ist übrigens unser Start-Stopp-Knopf, jetzt hier hinter dem Shaker verborgen, also da noch nicht irgendwo am Lenkrad und ähnliches. Dieser sehr schöne Automatik-Wählhebel, wo man einfach mal auf seine Hand gut drauf ablegen kann. Und hier hinten gibt es diese, ich nenne es jetzt mal Phone-Box, wo man induktiv laden kann. Ja, auch mit Handyhüllen und so funktioniert das ohne Probleme, nicht wie bei manch anderem Hersteller. Das sind Dinge, die ich gut finde. Und dann kommen wir zum Virtual Cockpit. Und das war 2017 mind-blowing. Sowas konnte man so nicht vorstellen, dass wenn ich hier zum Beispiel sage, ich bin in Navigation und gehe dann auf View, ich so eine riesen Karte bekomme. Spannend an der Stelle ist, wenn ich jetzt hier in meiner Standardansicht bin, tja, guckt mal nach dem Tankfüllstand. Richtig, den seht ihr nicht. Das heißt, man muss wirklich in sein Bordcomputer-Menü gehen. Heute übrigens noch ein Durchschnittsverbrauch 10,7, haben wir auch mal drüber gesprochen in den letzten 11 Kilometern. Und ich muss hier auf Füllstand gehen, um dann so groß den Füllstand zu kriegen. Warum kann ich nicht hier unten anstelle vom Boost meinen Tankfüllstand sehen? Irgendwie, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Dieses Hockey-Design ist natürlich ganz cool. Vor allem auch, jetzt dürfte ich nur bis 5,5 drehen. Nach und nach wird mir Drehzahl freigeschaltet. In die Tür, wie gesagt, passen große Flaschen. Sowas macht mich glücklich. Sitze gefallen mir. Und auch diese typischen RS-Elemente, wie hier meine Schaltwippen, das ist Metall mit der Aussparung. Und auch bei den Türgriffen, das gehört sich für ein RS-Modell heutzutage, diese Aussparung zu haben. Das habe ich halt bei einem normalen Audi nicht. So, und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal nach hinten, wo ich die Rückbank wieder... Das Telefon befindet sich noch im Fahrzeug. Danke. Nettes Detail für dich übrigens draußen, Tim, damit wir es nicht vergessen. Du hast eben... Mensch, ganz schön viel Zeug, was wir hier haben. Du siehst hinten die breiten Backen. Und für die breiten Backen haben wir ja auch den Tankdeckel dann angepasst. Mach mal bitte den Tankdeckel auf. Das kannst du jetzt, glaube ich, von da gut machen. Und dann siehst du, dass die Abdeckung oben für den Tankdeckel auch RS-spezifisch ist. Und das ist zum Beispiel was, damit hätte ich vorher nicht unbedingt gerechnet. So. Ich bringe hier mal alles zur Seite. Man muss vorsichtig sein, denn wenn man bei Holy Eistee trinkt, dann kann man auch coole Glasflaschen haben. Und Glas und Stein verträgt sich meistens nicht so gut. So, ich habe dann hinter mir mehr als genug Platz für die Beine, aber auch nach oben genug Platz. Also ist in Ordnung. Ich habe hinten diese USB-Netzteile. Die kosten, glaube ich, Aufpreis 90 Euro oder so. Da weiß ich nicht, wer das ausgibt, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe auf jeden Fall die dritte Klimazone, habe auch das Alcantara in den Türen, die schönen Zierleisten mit dabei. Und aus meiner Sicht geht das völlig in Ordnung, was ich hier hinten habe. Habe hier ein kleines Fächer. Was legt man hier rein? Jetzt mal ganz im Ernst. Da muss sich doch jemand was dabei gedacht haben. Erstens, das wird nach hinten nicht gehalten. Und zweitens, was tue ich? Warum? Tim, was würdest du da reintun? Ein Blatt. Was sind das denn für Getränkehalter? Okay, hier hinten ist, und ach, der Nupsi war nicht reingedrückt. Hier hinten ist alles ein bisschen, reparieren wir mal kurz. Hier hinten ist alles ein bisschen anders als gedacht. So. Aber Platz habe ich auf jeden Fall genug. Platz, hast du eben gesagt, gibt es auch unter der Motorhaube eigentlich für noch mehr. Und von daher, ja, zeigen wir euch mal, was es da so gibt. Bei der Technik kommen wir zu dem Eingangspunkt, nämlich, ja, das Auto ist doch nicht sportlich genug, dem fehlt doch irgendwie was. Und wenn wir jetzt hier drunter schauen, sehen wir, dass sich Audi auf das besonnen hat, mit dem man angefangen hat beim RS4, nämlich mit einem Turbo V6. Und ja, wir nehmen es doch gleich runter und kommen mal so ein bisschen zu den Details. Aber erstmal, warum sagen denn die Leute, dass der nicht sportlich genug ist und dass ihm was fehlt? Und ihr müsst euch das so vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt ein paar Freunde da und ihr schlagt vor, ein Spiel zu spielen. Und es macht am Anfang total viel Spaß. Dann merkt ihr, dass eure Freunde total übermotiviert sind. Und dann spielt ihr so ein bisschen mit. Und irgendwann denkt ihr euch, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf euer Scheißspiel. Obwohl ihr es selber vorgeschlagen habt. Und so ähnlich war das beim RS4.
Er ist mit seinen 381 PS 1999 völlig eskaliert. Da konnte kein M3 mithalten, da konnte nichts von Mercedes mithalten. Das war einfach zu viel. Dann haben die alle nachgezogen und auf einmal hatten alle 420 PS und haben alle das gleiche Spiel gespielt. Also 420 beim M3 und beim RS4, ein C63 hatte ein bisschen mehr, ein C55 ein bisschen weniger. Man hat auf jeden Fall alle an das gleiche Spiel gespielt. Und dann dachte man sich bei BMW und Mercedes, oh, dieses Spiel macht so viel Spaß, wir hauen da noch mehr Leistung rein. Und bei Audi dachte man sich aus meiner Sicht völlig zu Recht, wisst ihr was? Ihr habt das Spiel nicht verstanden. Ich höre auf und mache das Spiel nicht mehr mit. Das heißt, es gibt noch ein RS-Modell, aber man hat dieses, wir müssen über 500 PS mindestens haben, Spiel nicht mitgemacht. Das heißt, der B9 hat genauso viel Leistung als RS4 wie der B8, nämlich 450 PS. Er hat aufgrund seiner Turbos natürlich deutlich mehr Drehmoment. Das heißt, ganze 600 Newtonmeter statt 430. Und das ist ein Riesenschritt nach vorne gewesen. Man hat auch gesagt, man kann das Auto leichter machen. Er ist 80 Kilo leichter als der Vorgänger, obwohl man halt die zwei Turbos hat und auch eine Wandlerautomatik statt einem Doppelkuppler. Und das finde ich an sich ganz spannend. Er hat dann mit dem Facelift wieder ein paar Kilo dazu bekommen, OPF und Co. Das heißt, 1820 Kilo Leergewicht haben wir hier, was aus meiner Sicht in Ordnung geht. Ja, seiner ist bei 250 Schluss oder bei 280 Schluss oder bei 290 Schluss. Je nachdem, was ich halt bestellt habe. Wenn ich ihn einfach nur bestelle, kriege ich 250. Wenn ich das Dynamikpaket nehme, habe ich 280. Wenn ich das Competition-Paket plus, ich glaube für 11.500 Euro nehme, dann wäre es bei 290. Muss man halt wissen, was man wirklich will. Oder man macht so wie hier und bestellt sich die einzelnen Bestandteile, die man haben möchte. Das heißt, wir haben eine Dynamiklenkung, wir haben das RS Sportfahrwerk plus dabei, wir haben das Quattro Sportdifferenzial, aber halt eben auch die 250er Abregnung. 0 auf 100, 4,1 Sekunden, Normverbrauch 8,8 Liter. Tim, jetzt kannst du das auch einblenden. Herzlichen Glückwunsch. Ganz interessant ist aber, wenn man das hier abnimmt, ist es erstmal schön warm, obwohl das Auto ewig steht. So, das stellen wir einmal zur Seite. Wir sehen aber, dass die Turbos dahin gewandert sind, wo man sie heutzutage haben will, nämlich hier im heißen V. Auch ganz interessant finde ich die Anströmung, dass man hier ein Teil hat, was von Anfang an zweigeteilt ist und sich dann halt hier richtig aufsplittet. Und das ist alles super eingepackt. Wir sehen also, ja, Katz-OPF sein Vater. Wenn du einfach mal schaust, wie riesig das hier ist, einfach das ganze Thema Abgasaufbereitung. Spannende Details aus meiner Sicht noch. Ladedruck sind 1,5 Bar. Verteilung vom Antrieb. Das heißt, ja, Quattro ist natürlich dabei. Also ein permanenter Allradantrieb bedeutet im Standard 40% vorne, 60% hinten. Er kann aber auch maximal bis zu 70% an die Vorderachse oder 85% an die Hinterachse schicken. Also 70 vorne, 85 hinten maximal. Nein, nicht beides gleichzeitig. Ich habe immer nur 100% Leistung zur Verfügung. Und es gibt halt etliche Optionen wie dieses Sportdifferenzial und Co., um das Ganze noch ein bisschen dynamischer zu machen. Aber man spielt halt nicht dieses völlig übertriebene Leistungsspiel mit. Und der Achtgangwandler sorgt halt auch für einen gewissen Alltagskomfort. Und dazu kommen wir gleich beim Fahren so ein bisschen. Und ich finde es, wie gesagt, echt gut, dass man dieses Leistungsspiel nicht mitgespielt hat. Und ja, wie Tim schon meinte, hier hinten wäre noch ein bisschen Platz. Wobei, ja, der wird eigentlich komplett für die Abgasbehandlung genutzt. Und alles halt hitzemäßig gut gedämmt. So eine Art Strebe noch für Stabilität und ein riesiges Motorsteuergerät. So, und dann, ja, von hier lässt sich immer noch nicht klären, ob diese Luftführung etwas bringt. Ich behaupte immer noch, sie hat irgendwo einen Gedanken, mehr als nur an den IMSA GTO zu erinnern. Tim, noch Wünsche für dich von der Technik hier vorne? Nö, also ein Achtzylinder. Ja, genau. Also grundsätzlich RS4 ist halt das Thema. Erst war es ein Sechszylinder, dann zweimal der 4-2er Achtzylinder, dann erstmal zum Sechszylinder zurück. Er verbraucht viel weniger, er hat viel mehr Drehmoment. Er hat halt ein bisschen weniger Klang, aber da die Motoren vorher immer nach unten gestreut haben, kann man bei dem wenigstens sicher sein, dass er seine Leistung bringt. Und das ist der 2.9er. Woher kennt man den? Wurde der eingeführt im Panamera der zweiten Generation. Ist also kein Motor, den es nur im RS4 gibt. Von daher auch ganz spannend, dass ich hier zum Beispiel der größte Schriftzug, den ich lesen kann, da steht erstmal riesengroß VBRG drauf. Ich habe mich nur gewundert, ob hier Norma steht und ob man das Teil einfach im Discounter gekauft hat. Aber auf jeden Fall, man liest, die größten Logos sind VW AG, obwohl ich hier ein RS-Modell habe. Ja, das. Ich suche noch nach dem passenden VW-Modell. Aber jetzt fahren wir erstmal. Das lauteste ist tatsächlich meistens das Anmachende da. Sagt uns doch schon sehr deutlich, dass es jetzt kein normaler A4 ist. Und dann, tja, wir sind extra in die Schweiz. Das war also nicht nur ein Spruch, um zu sagen, hey, wir sind voller Energy, sondern wir sind in die Schweiz, sind sehr früh los und dann haben wir solches Wetter. Aber solches Wetter ist ja auch ideal,
um zu zeigen, wie alltagstauglich so ein RS4 ist, weil es gibt ja so Sportwagen. Also wenn ich jetzt einen C63 V8 hätte mit reinem Hinterradantrieb und würde jetzt hier ein bisschen zügiger versuchen abzubiegen, würde ich da im Gebüsch landen, aber so. Hat er überhaupt geregelt? Nein, er hat einfach Traktion, weil es ihm einfach egal ist. Und das ist halt das Schöne. Dem Auto kann so vieles egal sein. Und jetzt gerade war ein bisschen mehr Drehzahl. Aber was ich eigentlich bemerkenswert finde, wir sind jetzt im Auto-Setting von dem Drive Select. Das heißt, der entscheidet selber, ob wir jetzt eher sportlich oder komfortabel sind. Und dort, ich kriege quasi nicht mit, wenn das Getriebe schaltet. Und das ist einfach eine ganz entspannte Nummer. Und es ist auch von der Akustik her ganz angenehm. Also ich krieg so ein schönes Grummeln mit drunter gespielt. Aber ich habe an sich meine Ruhe, krieg von der Außenwelt ein bisschen was mit und es ist in Ordnung. Habe mir die Sitze halt schön eng gemacht, habe ein flauschiges Gefühl, alles okay. Dann kann man natürlich auch hier, das ist eigentlich ganz spannend, damit wir das mal gezeigt haben, haben wir diesen tollen 1000 Einstellungen hier wieder, RS-Monitor, so. Sehen wir also, oh, unser Sportreifen ist ja hinten, ist noch kalt, müssen wir also das Auto noch so eine Sekunde warm fahren. Aber diese Alltagsqualität, das ist aus meiner Sicht das, was ihm jetzt zum Beispiel von dem M3 unterscheidet, weil der M3 ist ein super tolles Auto, wenn du schnell fahren willst. Aber wenn du langsam fahren willst, nein, da hat er einfach keinen Bock drauf und das macht er nicht. Und das aus meiner Sicht unterscheidet die Autos halt ganz gut voneinander. Dieser langsame Fahrkomfort und diese Alltagstauglichkeit. Sekunde, was zur Übersicht. Ja, wie bei einem normalen A4 auch. An sich ganz okay. Rückfahrkamera von der Qualität auch ganz okay. Aber dieses sanfte Anfedern, das ist halt der Punkt. Man hat dann hier so eine RS-Mode-Taste. Kann dann da zweimal drücken. RS1, RS2. Und ich habe jetzt zum Beispiel den RS1 so belegt, dass das Auto an sich noch, ja, ich sag mal ganz entspannt unterwegs ist, aber härter. Und jetzt merkt man auch auf einmal, sind wir so ein bisschen mehr am Arbeiten. Und das ist an sich eine recht angenehme Härte, die wir mitbekommen. Was man dann auch merkt, wenn wir jetzt auf, spannende Geschichte eigentlich, ich kann ja hier in manuell gehen. Ja? Ach, du willst weg von da. Okay. Wenn wir hier in manuell sind, das ist normaler manuell, dann, und ich runterschalte, klingt das so. Man hat hier und da so einen Bonner. Ist jetzt aber nicht super auffällig. Und auch okay, man kann aber auch, bevor man in manuell geht, in S sein. So, gleiches Spiel. Und vor allem jetzt sind eigentlich die. Also einerseits, was ich hier vorne für ein Kino abfeiert auf einmal, aber eben auch der Punkt, wie hart die Schaltvorgänge auf einmal sind. Und das ist wirklich spannend, dieses zack drin, und bei jedem Runterschalten geht ein Ruck durchs Auto und auch akustisch wird das Ganze sehr schön untermalt. Tim, wie fandst du, wir sind nur 317 Kilometer damit gefahren, wie fandst du die 317 Kilometer? Sehr alltagstauglich, also alltagstauglich klingt falsch, ich fand es sehr entspannt. Also das ist halt ein Auto, was ausreichend Leistung hat, ein bisschen Sound, so dieses Allround-Paket ist echt gut. Beim M3 sind wir ja auch, Gott, wie viel, 1500, 2000 Kilometer gefahren mit? Ja. Sorry, mein rechter Fuß. Und da muss man ganz ehrlich sagen, der M3 war halt sehr sportlich, aber wenn du nach einem ganzen Tag drehen keinen Bock mehr hattest, einfach nur heim wolltest, der M3 meint halt zu dir. Der fährt die ganze Zeit so? Und hier sagst du halt Ende. Ende. Ruhe. Fertig, aus. Das Auto ist weicher. Und das kann er halt. Jetzt wollte ich eine tolle Sache sagen, die du. Genau, warum habe ich das eben eigentlich gemacht? Dieses weil ihn das aus meiner Sicht, Moment, gehen wir aus der S, gehen dann manuell, zum Beispiel von dem Cupra unterscheidet, den wir letzte Woche hatten. Der hat sehr lange gebraucht, bis der Lader auf Druck war und hat dann ordentlich Schub gehabt. Und hier, wir sind bei recht niedriger Drehzahl. Wir sind auch, also wir fahren auch bewusst nicht so schnell. Mirai 2. Krass, das ist die Schweiz. Fahren nicht so schnell, aber ne? Das Ansprechverhalten, wie geil ist das denn für ein Turboauto? Also,
der kommt sofort. Und das ist richtig gut. Und das unterscheidet zum Beispiel auch diese 2-Liter-Turbomotoren von dem 2.9er mit den Turbos im heißen V. Weil das ist richtig, richtig gut. So, dann wenn wir hier irgendwann rauskommen werden, sprechen wir noch mal kurz über das Thema Lenkung und gucken wir mal, ob wir richtig beschleunigen können. Wenn es dann also mal so ein Stückchen geradeaus geht, dann... Ach so! Also, wem diese Leistung nicht reicht... Also klar, mehr geht immer. Unsere Erfahrung auf dem Weg hierher war, dass so im Geschwindigkeitsbereich über 200 wäre ein bisschen mehr gar nicht. Also da ging er tatsächlich nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Da geht dann auch ein M3 noch deutlich williger, williger, williger. Aber in diesem normalen Alltagsgeschwindigkeiten, sei es jetzt nur so, man will mal eben kurz hoch, dann... Bei Leistung und Drehmoment 100% steht, ist es schnell. Was ich euch jetzt gerne in der Kurve erklären würde, die wahrscheinlich noch relativ weit weg ist. Die Lenkung, ich muss sagen, ich finde sie sehr direkt, hat doch eine angenehme, eine angenehme Rückmeldung. Der Punkt ist halt, so diese letzte Entschlossenheit, die eine M3 Vorderachse hat, die hat er nicht. Da sind wir aber wieder bei diesem Spielethema, wo wir vorhin waren. Es gibt immer diesen einen Typ, der muss unbedingt gewinnen. Das ist der M3. Und der würde im Zweifelsfall auch gewinnen. Nur auch da wieder, mein Lebensalltag besteht meistens aus normalen Straßen. Und da merkst du, wenn du den anfängst, den Unterschied zu merken, bist du kriminell. Punkt. Und von daher macht das eine sehr gute Figur, auch bei hohen Geschwindigkeiten einfach im Alltag. Aber so dieses letzte bisschen, ja, der M3 fährt definitiv besser. Aber halt, wie gesagt, in Geschwindigkeitssituationen, von denen man meistens sehr weit sich entfernt halten sollte. Auch da zum Beispiel jetzt die Bissigkeit der Bremse. Ich finde, das hat ein sehr schönes Ansprechverhalten. Wie es jetzt ist, wenn ich 80 Mal hintereinander von 200 auf 100 runterbremse, kann ich jetzt gerade nicht beurteilen. Natürlich würde dann auch eine Keramikbremse helfen. Aber für die alltäglichen Fahrsituationen ist das mehr als nur sehr gut. Und dann würde ich sagen, der Komfort deutlich besser als gedacht. Durchzug sehr gut. Unterhalb von 200, Lenkgefühl sehr schön und dann haben wir das meiste mitbekommen. Und der Sound ist halt wahrscheinlich auch dem OPF zu verdanken, eine sehr künstliche Geschichte, die man hat. Weil jetzt hier zum Beispiel ist halt, also ja, wie viel davon wirklich echt ist. Und der Druck für dich als Beifahrer? Ausreichend. Ich musste niesen. Ausreichend? Ja, okay. Gut, wir müssen hier noch ein ernstes Gespräch über das Thema... Oh, jetzt kommen wir hier einmal noch so. Es ist auch mal gerade niemand da. Es ist nass, Leute, es ist nass. Ja? Schweizer Tempolimit. So, und dann hast du halt eine Kurve vor dir. Auch da wieder, es ist nass. Wir bleiben beim Schweizer Tempolimit. Weil es ihm egal ist. Wir sehen uns im Fazit.
Mit dem RS2 hat er also alles angefangen. Der war völlig übertrieben von der Leistung. Der RS4 1999 hat weitergemacht und war von der Leistung völlig übertrieben. Und deswegen sagen jetzt einige, oh, der RS4, der hat doch das RS-Logo gar nicht verdient. Und vielleicht hat er das RS-Logo nicht verdient. Ich finde ihn aber trotzdem sehr interessant als Alternative zu dem, was ich sonst so in der Mittelklasse bekomme. Einfach weil er die richtige Leistung und die richtigen Attribute irgendwo mitbringt. Denn ja, er ist weicher als zum Beispiel ein M3. Ich muss aber auch sagen, wir hatten den M3er und ich bin ihn viel gefahren. Ich bin noch damit zur Kita gefahren. Aber wenn ich auf dem Weg zur Kita die Wahl habe zwischen dem M3 und dem, ich würde den RS4 nehmen. Und gleichzeitig habe ich halt immer mehr als genügend Druck. Ich kriege auch sehr viel Respekt auf der Straße und das Auto funktioniert einfach in sich. Und wenn es nur solche Kleinigkeiten wie dieses Rollo von der Gepäckraumabdeckung sind, die mir ja Freude bei diesem Fahrzeug gemacht haben. Und das Getriebe zum Beispiel funktioniert Weltklasse. Ich merke meistens nichts von den Schaltvorgängen. Und wenn ich dann in den Sport bin, dann hämmert der da mal richtig rein. Ich belaste auch meine Umwelt, wenn ich ihn leise fahren will, kaum mit irgendwelchen nervigen Geräuschen, höchstens beim Anmachen. Und deswegen habe ich eine Riesenfreude an dem Auto und ob jetzt hier S oder RS steht, ist mir doch völlig Wumpe, weil ich bin viel zu schnell in allen Alltagssituationen des Lebens, kann aber auch meine Ruhe haben, kann mal jemanden mitnehmen, ohne dass ihm die Zähne aus dem Gesicht fliegen oder die Ohren abfallen. Das Auto macht Sinn und alle, die sagen, ja, der müsste härter sein, dann sage ich, du bringst das falsche Auto zur Rennstrecke, lass den Quatsch. Und auch hier, braucht er eine Keramikbremse und eine 290er Aufhebung und so? Nein, eigentlich nichts davon und auch nicht für das Geld. Also selbst wenn, man kann ja auch nachträglich vielleicht noch das eine oder andere tun, wenn einem wirklich Leistung fehlt. Aber das ist ein gutes Alltagsauto. Wer sich jetzt also ein Rennsport-Superauto erwartet hat, nee, aber es ist für den Alltag, wenn du es sportlich magst, sehr, sehr gut. Kostet natürlich auch gutes Geld. Praktisches Beispiel da. Wir haben euch vor ganz kurzer Zeit den Cupra gezeigt. Also ich habe ihn euch Heute haben wir ihn gezeigt, Tim. Nächstes Wochenende seht ihr schon das. Und der hatte 57.000 Euro gekostet und hatte alles drin. Mehr Ausstattung als der. Das sind 100.000 Euro. Das ist viel, viel Geld. Wenn man es mit der Klasse an anderen Fahrzeugen vergleicht, ist es aber ähnlich viel. Ich würde sagen, ein M3 Touring wird mich wahrscheinlich sogar noch teurer als sowas kommen. Deswegen, ich gebe ihm aber wieder im M3 5 Punkte für die Anschaffung. Beim Unterhalt gibt es dann ganze 7 neue Autos mit Garantie, bla bla bla. Einstelliger Verbrauch sicherlich möglich. Wir sind recht flott hergefahren, hatten auch 10,7 als Durchschnittsverbrauch, das finde ich in Ordnung. Beim Platzangebot gibt es ganze 8, mehr als beim Dreier, weil ich habe diesen praktischen Kofferraum mit praktischen Details, finde ich gut. Man kann auch gut hintereinander sitzen. Beim Komfort gibt es 7, deutlich mehr als beim M3. Wenn ich hier alles auf Komfort stelle, ist das ein weiches, bequemes, ruhiges Auto und steht in einem A4 in wirklich wenig Dingen nach. Und beim Wiederverkauf gebe ich ihm nochmal 7. Am Anfang riesen Wertverlust, aber wenn man sich, also stell dir mal vor, du hast dir 1995 diesen RS2 gekauft. Du kriegst jetzt das Doppelte, nein, das Doppelte nicht, aber du kriegst jetzt mehr Geld, als du damals dafür bezahlt hast. Gutes Investment. Macht auf jeden Fall 34 Punkte für den Kopf. Vernünftiges Auto, aber muss doch unser Herz ansprechen. Design, Tim, ich würde ihm 8 Punkte geben. Bist du da dabei? Ja, 8 oder 9. Ich finde dieses Breite eigentlich echt schön. Das Breite ist echt schön. Wir haben den M3, würdest du sagen, er ist hübscher als ein M3? Es ist anders. Es ist anders. Er ist breiter. Nee, die 8 Punkte passen. 8 Punkte. Und diese 8 gebe ich ihm auch für den Fahrspaß, weil ich kriege genügend Rückmeldung. Natürlich ist das hier und da synthetisch. Die Geschwindigkeiten sind einfach astronomisch. Ich merke natürlich auch hier und da das Gewicht, aber es macht Freude. Von daher hat er sich die 8 verdient. Und beim Thema Ausstattung gibt es dann genauso die 8. Hier ist alles Wichtige drin. Na klar kann eine 8 mehr. Aber das passt. Beim Klang kriegt er dann wieder M3 7, weil das, was ich mitkriege, ist künstlich. So ziemlich fast alles. Vielleicht würde er mit einer RS-Abgasanlage noch mehr bringen können, also mit der Sportabgasanlage. Es ist ein schöner Klang, aber nur aus Klanggründen würde ich ihn nicht kaufen. Und beim Image gibt es dann nochmal 8 zu guter Letzt, weil es ist ein RS4. Und ein RS4 ist immer was Besonderes. Macht auf jeden Fall 39 und in Summe 73 Punkte für den RS4. Aus meiner Sicht eine sehr, sehr vernünftige Alltagsalternative, wenn man 100.000 Euro übrig hat oder sehr große Leasingraten. Und nein, ich wollte euch jetzt nicht schmackhaft reden für Werbung oder so, weil wir kriegen ja nichts dafür. Der Punkt ist halt aber, alle sagen immer, oh, der ist zu weich und zu langweilig und irgendwas. Arbeite an deinem Alltag. Du hast Probleme hier oben. Und mit diesen netten Worten verabschiede ich euch bis zur nächsten Woche. Wir sehen uns. Ciao.